Willkommen zurück zu Mario Party 8! Oh mein Gott, Freunde, wir sind eigentlich der König der Sternenrallye im letzten Part geworden, aber wir konnten die Belohnung nicht bekommen. Wir haben nicht den Bonbon-Vorrat bekommen und auch der Sternzepter, was uns geschenkt wurde, wurde uns weggenommen, nicht von Bowser, ihr seht selbst. Bowser, der Sternzepter gestohlen und die Show dazu, das ist das Ende. Bowser hat uns gedemütigt, er hat uns fertig gemacht, was für eine Niederlage. Aber Moment mal, wir haben doch dich. Du biegst es wieder gerade. Los, auf geht's, wir bringen die Sternenrallye zu den Sternen. Ja, jetzt gibt's natürlich noch Pfeil-Showdown gegen Bowser. Obwohl wir eigentlich der rechtmäßige Champion wären. Egal. Das Final Battle findet auf Bowsers Stahlstern statt. Eine umstrittene Map. Gehasst von vielen Spielern, von mir auch. Weil es wirklich sehr linear ist. Und nicht mehr viel mit Mario Park zu tun hat. Hier werden Sterne abgeluchst. Aber man hat halt nur einen Weg. Und das ist sehr, sehr lame. Das ist ja wie Mario Party 9. Ja, die wird schon gleich das Lachen vergehen. Na, wer wird denn hier wohl der Gegner? Bowser selbst ja wohl nicht. Vielleicht später gibt es ja auch einen Final Fight gegen Bowser. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube schon. Hilfe, damit habe ich selbst nicht gerechnet. Was für eine Achterbahn. Das sieht ganz danach aus, als hätte uns Bowser zu einer unheimlichen Basis ins All verschleppt. Ein düsterer Ausblick. Was wird jetzt mit uns geschehen? Willkommen, Blooper. Dieses Sternzepter scheint dir unheimlich wichtig zu sein. Gelingt es dir irgendwie, meinen Gehilfen zu bezwingen, gebe ich dir das Sternzepter. Unmöglich, ich weiß. Zeig dich von deiner schlechtesten Seite. Hammer, Bruder. Keiner kann es mit uns aufnehmen. Ja, im Final Battle tritt man entweder gegen Blooper oder Hammerbruder an. Da wir selbst Blooper spielen, war es eigentlich klar, dass Hammerbruder der Gegner ist. Aber naja, ich wollte es ja spannend machen, ne? Es geht los. Der Kampf um das Sternzepter gegen Hammerbruder steht kurz bevor. Was ist schon Raum? Was ist schon Zeit? Und was ist bitte ein Fairplay? Wir sind fernab von dieser Welt, auf Bowser Stahlstern. Ein Ort voller böser Überraschung. Soll ich ein paar Geheimnisse über das Spielbrett preisgeben? Yo, schieß los, Mann. Warum nicht? Wir befinden uns auf Bowsers Territorium. Hier hat jeder Spieler zu Anfang 3 Sterne. Doch du musst dir weitere schaffen auf Bowser. Diebstahl, Raub. Dazu benötigst du 2 Sorten Bonbons. Bowser-Bonbons und Kugel-Willi-Bonbons. Nach dem Verzehr kannst du den anderen Spieler Sterne klauen, falls du an ihr vorbeikommst. Hui! Was macht denn das Bowser-Bonbon? Kugel-Willi kenne ich noch. Bowser stiehlt wahrscheinlich 2 Sterne oder so. Ha, wie es aussieht. Erinnere mich so ein bisschen an den Bowser an Zoo aus Mario Party 2. Mit Hilfe des Bowser-Bonbons kannst du 2-mal würfeln und den Opfer 2 Sterne abknöpfen. Mit Kugelwilli fliegst du weiter. Kannst 3-mal würfeln, stiehlst du Opfer, aber nur 1 Stern. Ja, Kugelwilli war immer mein Lieblingsbonbon, weil ich eben halt Würfelpech habe. Was bringt mehr Sterne ein? Ein kurzer oder ein langer Raumflug? Um hier zu gewinnen, musst du den Gegner alle Sterne abknöpfen. Mal sehen, wer als Erster dran ist. 1-mal würfeln, bitte. Mal die Wii-Fernbedienung nach oben bewegen. Eine 8. Das ist ja die reinste Pracht. Die Würfel sind gefallen. Alea jagt es, würde Lateiner sagen. Blooper ist erster, Hammerbruder ist zweiter. Hier ist ein Geschenk. Hartz 4 von 10 Münzen. Schön, schön. Aber das ist so ein bisschen komisch, ne? Es gibt halt keine Sterne. Nur die Bonbon-Lehnen zählen. Wenn du keine Bonbons auf dem Weg findest, schau mal in Laden vorbei. Da ist er ja, nichts wie hin. Bowser-Bonbon, cool, will ich mir Bonbon kaufen, ne? Los geht's, schnapp zu. Sommer Schluss verkaufen und so. 6. Level, das letzte Level. Final. Gegen Hammerbruder. Der genau wie Blooper nur in diesem Mario Party spielbar ist. Okay, los geht's. Eine 5. Und wir bekommen direkt eine Kapsel. Und eine unnötige Kapsel, nicht eine Schnarchkapsel. Was soll ich da jetzt mit? Was soll ich da jetzt mit? Was haben wir hier denn? Ah, ein Solo-Minispiel. Solo-Minispiel für Blooper. Also gibt er Bestes. In diesem Minispiel. Ja, ja, Bowser Stahlstern ist schon nicht gerade die geilste Map. Oh, ich will auch mal das Idealgewicht machen. Aber das ist ganz lustig hier mit diesen 2 Abzweigungen. Jetzt kann der Hammerbruder nur nach links. Und ich bin praktisch geschützt. Hätte er jetzt Bowser übermorgen, würde er mich nicht treffen. So, merken, wir wissen das.
Merken wir uns, gegen den Uhrzeigersinn, dann läuft das. Also, los geht's. Ich will das wieder schaffen hier. Wir haben einmal die Traube. Traube, Kirsche, Apfel, Banane, Orange. Traube, Kirsche, Apfel, Banane, Orange. Traube, Kirsche, Apfel, Banane, Orange. Banane, Orange. Banane. Ja, Banane, Orange. Ja. Hab die ein bisschen vertauscht gehabt, aber ist egal. Denn die Reihenfolge ist nicht wichtig. Hauptsache, wir decken die richtigen auf. Gut. Haben wir's. Mal gucken, wie viel wir Jaffs haben. Mir ist es eigentlich egal. Hauptsache, ich krieg irgendwann mal meinen Bowser-Bonbon. Handgelenkschlaufe nicht vergessen. Ja, 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 ja. Lass mich in Ruhe. Yes, 20. Epic. Das ist doch das ein oder andere Bowser-Bonbon wert. N1. Damit liegen wir ganz gut in Führung. Trotzdem müssen wir ja die Sterne klauen. Wow, wow. Komisch, der redet, ne? Es ist so Hammerbruder untypisch. Aber okay. Ich denke, Hammerbruder ist auch ein beliebter Charakter. Aber ich mag ihn nicht besonders. Wahrscheinlich, weil er mich in Super Mario Bros. 1 immer so angekotzt hat. Aber okay. Würfeln wir mal uns. Wir kriegen eine 8. Boah, wie ich voranpresche. Es ist unfassbar. Und noch mehr Kohle hier. Für den alten Tintenfisch hier. Not so bad. Jetzt werde ich hier aufgesaugt. Ist das immer anderswo rauskommt? Ich weiß es nicht mehr. Ah, yeah. Du musst aber Bonbons klauen, wenn du wie Bowser sein willst. Ja, woher damit? Wenn du Bonbons suchst, ist Toadie Zahnschmelzkiller der richtige Weg zum süßen Verfall. Ja, und Bowser-Bonbon hat er. Bitte such dir Bonbon aus. Ah, komm, keine halben Sachen hier. Bowser-Bonbon. Alles oder nichts. Kugelwiede wäre in dieser Situation vielleicht besser gewesen, aber mein Gott. Bowser-Bonbon, ich bin wie Bowser. Und jetzt viel Spaß beim Schneebitzen. Komm wieder, wenn du einen Arschschub brauchst. Ja, das war doch nicht Kamek, das war Magie Koopa. Die Viecher aus Yoshi's Island, die mal Baby Mario klauen. Ihr wisst schon. Wie abgeht, ey. Oh no! Ne Flap-Flap-Shit. Wollte schon wieder Kapsel sagen, aber es ist ein Flap-Flap-Bonbon. Ah, es ist nervig. Aber okay. Oh oh. War noch ganz schön weit weg. Dann lass ich das. Ob wir uns jemals treffen werden, man weiß es nicht. Und nochmal 5 Münzen für mich. Und noch ein Bonbon. Jetzt möchte ich das Kugelwilli-Bomber oder ein Goldpilz oder sonstiges. So. Komm schon. Was ein schönes. Das ganze Geld jetzt auch ausgeben, ganz klar. Denn, wie gesagt, er hat einen Flap-Flap-Bomber und kann uns ganz schön viel klauen. Deswegen, alles muss raus hier. Das ganze Geld muss weg. Raus aus den Schulden. Mal andersrum. Rein in die Schulden. Ach, da ist er ja schon. Was? War ich eben bekifft? Wo ich auf dem Map geguckt habe. Na egal, ja, ich hab's mir gedacht, dass er das macht. Egal. Es ist ein komischer Kauz. Sieht aus wie so ein super starker Hammerbruder-Gegner aus Paper Mario. Ja, 10, mein Gott. Solange du jetzt schlecht würfelst, ist mir das recht. Wobei, ich werde keinen Bonbon mehr nutzen, wenn er da drin steht. Das ist mir zu riskant. Das wird ja auch nichts. Da drin ist er safe. Da drin ist er safe. Weil ich würde ja automatisch in der anderen, in eine andere Richtung laufen. Das wechselt sich ja immer ab. So, es gab es auch in Mario Party 1, Luigi's Maschinenraum und so. Na, eine 6, nee, nee. Nee, 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 nee. Boah, wie absurd, ne? Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich müsste 9 würfeln, ne? Da habe ich, na komm, Kugelwilli. Ohne Scheiß. Da haben wir auch nichts zu verlieren. Der hat ja selbst nichts, wo er uns das mit abluchsen kann, ne? Nein, ich will die andere Karte. Moment. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, komm, eine 10 mit 3 Würfeln. Sollte machbar sein. Wenn ich nicht allzu viel Pech habe. Also, Kugelwilli.
Ich hätte auch Bowser nehmen können, aber es ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. So was Geiles möchte ich nicht verschwenden. Ah, das sieht cool aus. Blooper Willi, ey. Ah, 5, komm schon. Nein. Oh nein, das gibt's doch nicht. Ey, Cocksucking, ey. Was ist das denn scheiße? Das kotzt mich jetzt schon wieder an, ey. Oh, nur Pech. Jetzt läuft's doch schon wieder scheiße. Zeit für Richtungswechsel, ihr Lunken. Der Stahlstern geht auf Schubumkehr. Das finde ich ganz geil. Weil er ist jetzt dran mit Würfeln. Hat nichts, um sich zu wehren, um zu klauen. Und, naja, wenn er jetzt nur eine 3 würfelt, ne? Naja, er muss schon mehr als eine 3 würfeln. Aber auf jeden Fall sieht es ganz gut aus mit unserer Bowser-Kapsel jetzt. Eine 6, ich glaube, das ist perfekt. Wenn er da jetzt durchkommt. Ah, ja, ja, du bist Krösus, ich weiß. Hammer, Bruder. Ja, dann wird er durchkommen. Dann wird er durchkommen, weil er ist egal, welchen Weg. Ja, das ist perfekt. Besser hätte er nicht würfeln können. Ich werde jetzt meinen Bowser-Bonbon benutzen und auf alles oder nichts gehen. Wenn das jetzt nicht sitzt, dann haben wir ein großes Problem. Es muss sitzen. Bowser-Bonbon essen. Om nom nom. Verwandlung. Yes. Und den Kopf noch drauf. Und dein Karnevalskostüm ist perfekt. Ja, es reicht schon. Wir haben's. Das waren deine 2 Sterne, lieber Hammerbruder, ne? Gib mal her mit den Schinken hier. Bäm. Stampfattacke und schön geklaut hier. Und nochmal Richtungswechsel. Jetzt haben wir einen ordentlichen Schach hier. Und für uns sieht es auch besser jetzt aus. Denn wir können uns jetzt ein paar Fails leisten. Also im Sinne, dass er uns beklaut. Richtungsumkehr, ihr Lunken. Ja, es ist wirklich epic. Weil er hat jetzt einen verdammt weiten Weg, um uns einzukriegen mit seinem verdammt großen Reichtum, ne? Und wir haben wieder ein bisschen Zeit, um uns ein Vermögen aufzubauen. Wir müssen jetzt nur Kugelwilli kaufen. Nur Kugelwilli. Ein Stern reicht dir jetzt. Und er bekommt kein Bowser-Bonbon oder Kugelwilli-Bonbon geschenkt. Die kann man auch geschenkt bekommen, Freunde. Deswegen haben wir echt Glück. Was für ein heißer Kampf. Bin beeindruckt. Mal sehen, wie es steht. Wer hätte es gedacht, das sieht ganz anders aus, als würde Blooper gewinnen. Wenn das so weitergeht, verliert Hammerbruder das Spiel. Wir sollten Hammerbruder ein wenig unter die Arme greifen, damit es spannender bleibt. Jo, supporte ihn mit einem Hammerbruder-Bonbon. Mit einem Hammerbruder. Cool wie die Bonbon oder so ein Scheiß. Ich kenne dich doch. Also Hammerbruder, wirf. Dein Scheiß da. Scheiße! Bowser-Bonbon. Wir sind am Arsch. Oh, was wieder hier supportet wird. Das ist unfassbar. Jetzt sind wir wieder im Arsch. Wir dürfen nicht vor ihnen gelangen. Ansonsten sieht's ganz, ganz schlecht aus. Aber so richtig schlecht, Freunde. Fuck. Wir dürfen nicht vor ihn gelangen. Ist das hier eigentlich das Perfekte, ne? Nee, der ist schon weit genug weg. Würfeln wir mal ganz normal. Genau, das sieht schon ganz gut aus. Oh yeah! Jetzt können wir ihn auch mal ein paar Münzen klauen. Das lobe ich mir doch so. Ach nee, es ist nicht immer gesagt, wo man rauskommt. Das ist ganz random. Das ist nicht abwechselnd. Okay, gut zu wissen. Nee, das ist doch nicht wie in Mario Party 1. Oh, wie er immer die 10 macht, ne? Voll der Hacker. Hör auf zu cheaten, Alter. Ja, das Ganze ist so ein bisschen angelehnt an Super Mario Galaxy, wie ich finde, weil das jetzt auch im Universum ist. Das finde ich ein bisschen komisch. In Mario Party 8 fing das damit an. Boah, wie er jetzt abgeht, ne? In Mario Party 9 gab es eine Bowser-Welt im Universum, in Mario Party Island Tour. Irgendwie immer. Und jetzt kommt er auf ein Donkey Kong-Feld. Was macht der denn jetzt hier? Schenkt er denen noch so ein blödes Bowser-Bonbon oder was? Ja, natürlich. Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Was kriegt der denn jetzt mit Schrott? Schnarchbonbon, ernsthaft? Jetzt schmeißt der Bowser weg. Ich hab's mir gedacht. So blöd, wie die Computer manchmal sind. Das ist ja unfassbar. Er kauft sich einen Bowser-Bonbon und er wirft das weg. Für einen Schnarchbonbon, ich bitte euch. Es sei denn, er will die Richtung umändern. Das wäre fies. Was ich jetzt natürlich nehme, ist mein Flap-Flap-Bonbon. Damit ich auch mal wieder ein bisschen Kohle hier bekomme. Transformation! So, wollen wir mal sehen, wie viel wir ihn abzocken können.
5 wäre ein bisschen low. 10 reichen mir schon. Gut. Das ist epic. Also her damit. Ja, mit 15 Münzen kann ich mir schon Kugelwilli-Bonbon wieder kaufen. Und das reicht ja, um hier auf Bowser Stahlstern zu gewinnen. Sieht das? Das ist voll das Easter Egg. Super Mario Bros. 1 Easter Egg. Bowser und Mario in 8-Bit. Nice. 1-7. Komm schon, was haben wir? Zwei Malwürfel. Ja, gut. Ist nicht unbedingt schlecht. Aber Kugelwilli wäre besser, ne? Oder Bowser. Bowser ist hier wie zwei Malwürfel. Schade, dass diese Bonbons nur auf diesem Brett gibt. Sind zwar übermächtige Bonbons, aber ja, für den vierten Platz hätte man die auch auf anderen Bretter einführen können, wie ich finde. Nein, Richtungswechsel. Nee, doch nicht. Ich liebe das Chaos. Ich bringe eure Bonbons durcheinander. Wirbel, Zwirbel. Ja, komm, gib mir das Bowser-Bonbon. Ey, da habe ich so viel Glück, wenn ich jetzt das fucking Bowser-Bonbon bekomme, ne? Das wäre so unfassbar. Nee, ich bekomme es aber nicht. Na, schade, schade. Man kann nicht alles haben. Na gut. Er benutzt zweimal würfeln. Okay. Er will voranpreschen. Leider Gottes wird er mich nicht so schnell einholen können, denn ich bin direkt hinter ihm. Deswegen, ich verstehe den Sinn nicht ganz von dir, Hammerbruder. Was ist dein Plan? Was beabsichtigst du? Boah, wie viel Geld er hat, ne? Das ist unfassbar. Wir müssen uns so hüten vor dem. Ich muss jetzt auch ein Zweimal-Bonbon nehmen, ansonsten sieht es nicht mehr so schön aus. Nee, ich muss ein Zweimal-Bonbon nehmen. Ganz, ganz klar. Weil der holt uns ja dann doch irgendwie doch ein. Hätte ich niemals gedacht. Na, was schmeißt er weg? Wieder Bowser? Nee, er schmeißt das Flapflap weg. Oh, er will in die Offensive übergehen. So ein Sackgesicht. Wir haben nichts zum Verteidigen. Ach, wie schlecht. Oh nein, Richtungswechsel. Ey, nee, es ist nicht gut, es ist nicht gut, es ist gar nicht gut. Es ist absolut nicht gut. Ich muss jetzt einen Schnarchbonbon nehmen, damit er mich nicht mehr kriegt. Damit ich nicht überhole. Weil da fehlen echt nicht viele Felder. Ich glaube, ich darf jetzt nur zwei oder so würfeln. Genau. Kann ja mal gucken hier auf der Map. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Wieso gibt es eigentlich keine Minispiele hier? Ist auch ein bisschen blöd, ne? Ja. Ich muss nur zwei würfeln, Freunde. Eine, zwei, also Bonbon. Schnarchpilz. So. Also eine Einspringen. Yes! Läuft bei mir! So, das ist sehr viel Taktik hier. Ist das ein Item-Shop? Nein, natürlich nicht. Ich komme nicht mehr zum Shop, ich bekomme keine Bonbons. Ich kann ihn nicht den letzten Stern abluchsen. Aber er hingegen könnte mir 4 Sterne abluchsen und dann wäre ich wirklich fast bankrott. Was Sterne betrifft. Und das ist wirklich nicht nice. Also die Lage ist doch noch sehr bedrohlich geworden hier. Wer hätte das gedacht? Boah, jetzt hat er alles. Kugelwilli und zweimal Bowser, das ist unfassbar. Aber er schmeißt einen Bowser dafür weg. Kluge Wahl, wie ich finde, weil er hat ja noch einen Bowser. Ah, scheiße, wir dürfen nicht vor ihn kommen. Also nicht zu hoch würfeln, bitte, Blooper. Würfel nicht zu hoch, altes Haus. Eine 7, ich denke, das ist nicht so. Yes, 10 Münzen. Jetzt haben wir auch so viel Geld, aber was bringt uns das? Nichts. Das ist es eben. Nee, wir sind direkt hinter ihm, aber bekommen nichts. Er hat immer Glück mit seinen Scheiß. Kugelwilli. Bowser. Ich bekomme hier nur immer so ein Shit. Das ist echt ärgerlich. Gut. Wenigstens kein Richtungswechsel hier. Komm schon, jetzt nochmal Kamek. Mensch, wie episch wäre denn das? Nochmal die Bonbons durcheinander wirbeln. Das wäre ja so geil. Überlegt euch das mal. Ey, wäre die Chance so hoch, dass wir Bowser oder Kugel wie die Bonbon bekommen. So sieht das wirklich nicht rosig aus. Mich würde interessieren, was Bowser macht. Das würde mich wirklich interessieren.
Der klaut einen bestimmt alle Bonbons oder sowas. Irgendwas Fieses. So, jetzt sieht's aber gut aus. Kugelwilli, Kugelwilli. Gib mir den Kugelwilli. Bowser brauche ich nicht mehr. So, das ist doch nice. Ich werde mir trotzdem als nächsten Bowser-Bonbon kaufen, falls er mich überrumpelt, dass ich dann direkt die 2 Sterne wiederholen kann. Das ist definitiv klug, aber jetzt erstmal... Oh, jetzt erstmal ein Minispiel. Ne, jetzt erstmal ein Kugelwild-Bonbon, damit ich ihn diesen einen Stern abluchsen kann. Ich denke einfach mal positiv. Okay. Drehen wir die Minispielsteine. Gibt's also doch noch Minispiel, ey, so wenig Minispiele hier. Im Finale, warum denn das? Das ist geschenkt. Gumbas in Farbe, da kann ich nicht verlieren. Behaupte ich jetzt mal einfach so. Ich weiß nicht, auf welche Schwierigkeitsstufe der Hammerbruder ist. Aber mein Gott, das kann ruhig auf brutal sein. Also bei Gumbas in Farbe verliere ich echt nie. Auch gegen menschliche Spieler nicht. Habe ich noch nie verloren, deswegen. I don't care. So, zack, zack, zack. Die Gummis, die wollen nicht pink sein. Die sind doch keine Homos. Homo sapiens. Nein, es sind Gumbas und keine Homo sapiens. Deswegen, lass den Blödsinn. So, zack, 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 zack. Ja, machen immer wieder pink. Machen immer wieder pink. Genau wie dieser eine Traum von Tomodachi Life. Und dann die Wies irgendwie in so einen Farbeimer eingetaucht werden und dann auch pink sind. Das erinnert mich da gerade so ein bisschen dran. Schwedisch! Na, 9 zu 2. Aber er hat sich ganz gut gehalten. Er ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Aber nicht hart genug für mich. Tada, jetzt wirst du erstmal abgeschossen. Tada. Bringt ja alles nichts. Ich kann ja hier keinen Stern abzocken. Lediglich nur Münzen, was bringen Münzen? Sterne sind alles hier. Deswegen. Sandgelenkschlaufe aktiviert. Ja, ist mir scheißegal. Mir reichen jetzt auch 5 Münzen. Ja, mein Gott. Ich brauche das ganze Geld nicht. Egal. I'm getting YouTube Money. So, 35 Münzen. Mein Gott, ist doch scheißegal. Ich will nur ihn irgendwie erwischen. Komm schon, mach eine 2. Mach eine 2. Eine fucking 2. 2, 2, 2. Oh nein. Ah, zweimal Bonbon. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, auf ein Umkehrfeld zu landen. Also ein Richtungswechsler. Weil er holt jetzt verdammt gut auf. Und er holt sich noch ein Bowser-Bonbon oder Kugelwilli. Und die Lage spitzt sich jetzt wirklich zu. Kugelwilli, auch das noch. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Vielleicht hat er jetzt aber so hoch gewürfelt, dass er kurz vor mir steht. Mann, was würde ich das abfeiern, weil da ist ja wirklich Geschichte. Das würde nicht aushalten und das könnte echt sein. Guckt euch das mal an. Er wird vor mir stehen, oder? Es wird knapp, es wird sehr, sehr knapp, aber er hat den kürzeren Weg. Ist wohl den kürzeren gezogen. Ja, wo bin ich denn? Ne, ich bin da hinten schon, ne? Ja, fuck. Ich brauche einen Richtungswechsel, ansonsten wird das nichts. Ansonsten hat er mich. Ja. Aber sowas von. Er steht direkt hinter mir, der Sack. Shit. Und ich kann nicht auf einen Richtungswechsler kommen, falls ihr es seht. Oder? Nee. Oder? Lasst uns mal gucken. Nee. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, auf Bowser könnte ich nur kommen. Das will ich aber nicht. Okay. Dann muss ich jetzt hochwürfeln. Zweimal Bonbon. Ich muss ja irgendwie fliehen jetzt hier. Okay, alles oder nichts. Es sieht gar nicht mehr gut aus, Freunde. Es sieht wirklich nicht mehr gut aus. Es kann sich... Oh, nee, oder? Oh, nee, ne? Es kann sich echt ganz schön hinziehen. Aber wir haben jetzt wenigstens wieder einen Bowser-Bonbon bekommen. Das heißt, wenn er uns jetzt kriegt, kann ich ihn die Sterne wieder abluchsen. Den ollen Hammerbruder. Okay, ich kaufe jetzt noch einen Bowser-Bonbon. Jetzt muss ich wieder auf Bowser-Bonbons gehen. Weil die Lage dann doch sehr bedrohlich geworden ist. Jetzt ist nicht wieder gleich 3-3. Schmeiß den Schnarchpilz weg, brauche ich nicht mehr. Schnarchbonbon, ich sag mal Schnarchpilz, weil es früher den Schnarchpilz gab mit der gleichen Funktion. So, das sieht gut aus.
Kampf der Giganten. Zwei Bowser-Bonbons gegen zwei Kugelwilli-Bonbons. Und ein Bowser-Bonbon. Ich habe zwei Bowser und einen Kugelwilli. Und dann rotes Feld. Das gibt's doch nicht. Ich wette, er wird jetzt einen Kugelwilli-Bonbon benutzen oder so ein Scheiß. Wäre eigentlich ganz geil. Es ist sogar gut. Weil wenn er jetzt kurz vor mir stehen bleibt, dann kann ich mit einem Bowser-Bonbon das Game doch noch reißen. Weil dann ist er bankrott. Hat er keinen Stern mehr. Eins. Schlecht. Drei. Vielleicht kriegt er uns noch nicht mal. Eine 10, das reicht. Goddammit. Aber er steht wirklich nur kurz vor uns. Aber ich glaube, er ist in dieser Gasse. Das heißt, wir müssen sehr viel Glück haben, um ihn zu erwischen. Ich glaube, das werde ich nicht riskieren. Ah, fuck, ey. Nee, er steht außerhalb der Gasse. Ist das nicht nice? Ist das nicht nice? Es sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Bowser, man muss es richten. An der gleichen Stelle wie einmal. Nee, nicht ganz. Ein Feld weiter. Komm schon. Ich gehe jetzt auf alles oder nichts. Bowser-Bonbon to go. Weil es wäre ja auch sinnlos, jetzt Kugelwilli-Bonbon zu nutzen. Dann stehen wir nachher kurz vor ihnen, der benutzt der Bowser-Bonbon und klaut uns zwei Sterne, haben wir sogar noch einen Sternverlust. Deswegen Bowser-Bonbon, alles oder nichts. Let's go hier. Blooper, setz ein Karnevalskostüm auf und würfle, wie du noch nie gewürfelt hast, mein Freund. So. Ich bin Bowser, der einzig wahre. Acht. Und eine 1, das weiß ich nicht, ob es reicht. Bei dem Weg ja! Bei dem Weg ja! Wir haben es geschafft! Epic! Da bist du pleite, was? Das ist die Übermacht des Bowser-Anzugs. Ich finde, der ist deutlich besser als der Kugelwilli. Weil mein Kugelwilli eigentlich immer einen sicheren Stern hat. Wow, der letzte Überfall brachte die Entscheidung. Jetzt haben wir Bruder 0 Sterne. Ganz richtig, Leute. Diese Partie hat Blooper gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Tja, Hammer Bruder ohne sein Bruder alleine ist halt nicht so gut, ne? So, Bowser. Du hast verloren. Herr mit dem Sternstab. Oh, no. Du Opfer. Yes. Sweet victory. Na, Bowser, was jetzt? Die Ergebnisse wurden gespeichert und jetzt zeigt's diesen Bowser und hol dir Sternzepter zurück. Ja, es gibt tatsächlich noch einen Final Fight gegen Bowser. Mhm. Boah, du nutzlose Niete! Du willst böse sein! Du bist echt das Blöde! Bis long! Oh mein Gott! Jetzt kommt es zum Final Showdown! Er mit seinem Zepter. In Paper Mario 1 hat er schon mit dem Zepter gekämpft und war sehr stark. Gucken, was sie jetzt kann. Ach, wozu braucht man so ein Zepter überhaupt? So ein Müll hier, ich will das gar nicht. Okay, gibt es ab. Yes. Ich halte meine Versprechen. Also. So ein Quatsch. Nur einer hat das Sternzepter verdient. Der Superstar. Und das bin ich. Bowser. Komm, ich zeig dir, was ein Superstar ist, Blooper. Du gegen mich. Eins gegen eins. Möge der bessere gewinnen in der Kälte des Welt als jetzt! Oh mein Gott! It's Fun Fights! Finale! Was muss man denn da nochmal machen? Besiege Bowser! Schwinge das Sternzepter über deinen Kopf, um Energie aufzubauen. Feuere die Energiekugeln auf. Ab, sobald du kannst. Beobachte Bowser genau. Starte einen Angriff, so begib dich in die Defensive. Auch dann, wenn du gerade Energie aufbaust. Nach links, rechts bewegen, Energie aufbauen, A und B gedrückt halten und Energiekugel werfen. Wirbeln, um Energie aufzubauen und werfen mit A und B. Okay, okay. Drücke A, B, um das Sternzepter zu heben. Okay, Ich hab's verstanden, ist ein bisschen komplizierte Steuerung, aber es ist vielversprechend. Das ist ein geniales Finale, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wie oft dürfen wir uns treffen lassen? Ja, nicht so oft. Klar, ne? Oh, wow, wow, ab in die Defensive, wenn er angreift. Wir haben es gehört. So, aufgeladen und tschüss. Das war ein sicherer Treffer. Komm, Mama, geben wir ihm noch einen mit. Und nimm das. Hamiamia. Genki Dama aufladen und bam. Ja, es läuft doch, das läuft doch. Aber er wird stärker. Wie viel Energie hat denn der? 10 oder so, ne?
Das Doppelte wie wir. Oh, jetzt benutzt er Kugel, wie die es die Zielzone sind. Da sollte man immer in Bewegung bleiben. Definitiv schwieriger auszuweichen als bei seinem Meteorangriff. Ja, ich konnte es gar nicht abwerfen, ne? Die Energiekugel. Warum auch immer. Aber jetzt. Schön, 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 schön. Oh, 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 oh. Hier kann ich doch nicht mehr weiter irgendwann. Oh, das war knapp. Okay, okay, okay. Und go for it. N1. Wir wurden erst einmal erwischt. Oh nein, 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 nein. Oh, die Kugel wird so gefährlich. Manometer, alles klar, der Peter. So. Jetzt geht er in den absoluten Rage-Mode. 4 zu 4. Jeder kann sich noch 4 Treffer leisten. Das ist schon ein cooles Finale, muss ich sagen. Ich denke, jetzt wird es noch richtig knackig. Jetzt benutzt er wahrscheinlich alles. Nee, Laser. Oh, was soll man denn da machen? Das ist ja schwer. Boah, und schnellere Kugel, wie die hat er jetzt drauf. Nimm das, mein Freund. Und noch einen. Ich gebe dir noch einen mit. Und mit Laser ist echt schwierig. Boah, aber wir haben es geschafft. Und noch einen. Komm schon. Oh mein Gott. Ah, es wird knapp. Es wird knapp. Ein Riesenmeteor. Aber es ist vorbei. Boah. Also die letzte Phase war schon hart. Was ist das mit nur einer Energieeinheit? Holy crap, das wird sauschwer. Aber wenigstens nicht so ein Frustbowser-Kampf wie in Mario Party 7. Toll. Ja, verreckt im endlosen Nichts und dann Speicher vor und dann Party. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Und da ist der Bonbonvorrat. Yes. Das war die beste Sternrallye, die ich je gesehen habe. Was für ein grünen Abschluss. Mit Witz und Esprit hat Blooper das Sternzepter zurückerobert. Hast du nicht einen echten Superstar? Wer will jetzt so bezweifeln, dass Blooper das Sternzepter dazu steht? Niemand! Oder Freunde, wollt ihr es noch bezweifeln? Ich denke ja nicht. Blooper ist diesmal der Held, der Bowser besiegt hat und nicht Bowser. Willkommen zur Siegerehrung. Wer gewinnt das Sternzepter und jede Menge Bonbons? Es ist Blooper. Applaus für unsere Superstar. Ich zieh meinen Hut. Kermit würde jetzt auch sagen, Applaus, Applaus! Du bist der Superstar! Damit ist die Sternrallye gelöst. Der Story-Mode ist geschafft. Ich weiß, die Story war nicht bahnbrechend, aber mein Gott, war trotzdem cool, oder? See ya! See ya! Sind das jetzt die Credits? Was ist das denn jetzt? Oh, was sind die Credits? Nee, nee, die Credits, also nee, die werde ich überspringen. Die gibt's erst am Ende des Let's Plays. 200 Partykarten, coole Sache. Ich habe auch noch nicht alles freigespielt in Mario Party 8, aber ich denke, am Ende des Let's Plays haben wir genug, weil es fehlen echt nicht mehr viele Teile. Und dann kann ich euch wieder alles zeigen. Mit den Partykarten kannst du im Bonusbazar brandheiße Preise einheilen. Das sind absolute Renner. N1! Ja, Freunde. Das Langweilige, wer geschafft ist, langweilig. In Anführungsstrich, meine, so langweilig war es jetzt nicht. Auf jeden Fall wird es im nächsten Part richtig, richtig geil. Dann gibt es wieder eine Stunde Parts. Eine Party mit 15 Runden immer. Und der Party-Modus ist sowieso das Geilste mit 4 Spielern dann. Und alle Bretter nochmal mit anderen Regeln natürlich. Ah, oh, das wird so cool. Freunde, freut euch auf den Party-Pavillon, auf den Party-Modus. Klassisches Mario Party erwartet euch. Und ich freue mich drauf, falls ihr es auch tut, könnt ihr einen Daumen hoch geben und mich und das Video unterstützen. Und falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Eure Meinung zum Endbosskampf in den Kommis. Ich fand ihn sehr gelungen, auch vom Schwierigkeitsgrad ganz gut. Gerade mit der letzten Phase wurde es richtig schwierig. Und ja, also, Freunde, ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Und ja. Bis dann, ciao. Haut rein.